Der Motorsportclub Mimbach, bekannt dafür, dass man mit minimalsten Mitteln und Werkzeugen etwas Großes formen kann, hat in den letzten drei Jahrzehnten aus diesem Fleckchen Weinberg, im Volksmund als Pfennigberg bekannt, etwas Tolles geformt. Nachdem man bereits jahrelang die österreichische Motocross-Meisterschaft mit großem Erfolg veranstaltet, hat man sich Gedanken gemacht, um diese Sportart attraktiver, interessanter und dem Zuseher und Fan nach internationalem Muster noch näher zu bringen. Wie kam man überhaupt auf die Idee, dieses Nachtrennen ins Leben zu rufen? Die Idee ist intern entstanden durch die ganzen Vereinsmitglieder. Und es kommt halt vor jede Sportart vor in der Nacht. Und haben wir gesagt, machen wir Motocross auch in der Nacht. Ne? Wie viel Watt oder was braucht man überhaupt dazu, um das dann durchzuziehen? Es sind ca. 22 Lichtpunkte hergestellt worden, 3,5 Kilometer Kabels verlegt worden und sind ca. 150.000 Watt installiert mit 6 Stromaggregaten. Das heißt, man hatte schon die Erfahrung und hat es sicher vom letzten Jahr jetzt noch etwas ausgebaut. Wenn man jetzt vielleicht etwas weiter ausschreift, das ist ja im Skisport schon gang und gäbe, oder wie gerade angesprochen, überhaupt in mehrere Sportarten, wäre das vielleicht auch irgendwo eine Möglichkeit, einmal eine Meisterschaft so zu fahren? Ja, die Tendenz steigt natürlich, aber wie gesagt, du brauchst viel Personal und viel Unterstützung und das werden wir sehen, vielleicht machen wir es 2015. Der Rundkurs mit ca. 800 Meter Länge entstand auf der verkürzten Staatsmeisterschaftsstrecke, wobei man im Austragungsmodus nach eben nur diesem auch international benutzten System die Veranstaltung organisierte. Das Event beginnt bereits am späten Nachmittag mit dem freien Training sowie den ersten Vorläufen, sogenannten Sprinterrennen. Soll heißen, dass es wie ein simples, einfaches K.O.-System funktioniert. Es werden Vorläufe, Semifinalläufe und ein Hoffnungslauf bzw. Last Chance Race mit je nach Auslosung von 5 bis 8 Fahrern ausgeführt. Um die Teilnehmer fürs eigentliche Finalrennen, das mit 10 Piloten über eine Distanz von 8 Runden gestartet wird, zu ermitteln. Favorit ist der Oberösterreicher Manuel Obermeier, Start Nummer 5. Vielen Motocross-Fans noch mit seinen sensationellen Erfolgen Vizestaatsmeister 2012 und dem Doppelstaatsmeistertitel 2010 in Erinnerung und bekannt für seine spektakuläre Fahrweise. Erste Erfahrungswerte? Ja, das taugt mir, das ist gut. Manuel Obermeier ist in der österreichischen Meisterschaft für den Motorsportclub Mimbach am Start und natürlich als Lokalmatador und auch Sieger der Premierenveranstaltung 2012 auf dem Pfennigberg in Mimbach der Mann, den es zu schlagen gibt. Der Oberösterreicher musste die Saison 2013 mit einer schwierigen Verletzung pausieren und hat sich sein Heim-Nachtrennen als ersten Vergleich mit der Konkurrenz ausgesucht. Mit den Niederösterreichern Christoph Heinz, Vierter der MX2 Staatsmeisterschaft 2013 auf Suzuki und Phil Karner, KTM Nummer 25, 10. der MX2 Staatsmeisterschaft sowie Patrick Schrattenegger und Patrick Wim aus Oberösterreich, Start Nummer 428, 11. der MX Open Staatsmeisterschaft 2013, um die Schnellrennen aufzuzählen, hat der Ungenacher Zweitaktpilot gegen die starken Viertakter sicher kein leichtes Spiel, seinen Night Race Titel zu verteidigen. Noch ein paar Stimmen, bevor wir ins strahlende Licht der Scheinwerfer tauchen. Also der Fuß, das passt eigentlich wieder gut. Natürlich spielt halt dort und da noch ein bisschen ein Wehchen, aber im Endeffekt steckt man weg beim Fahren. Nein, im Großen und Ganzen passt eigentlich wieder gut. Ich bin eigentlich wieder fleißiger Motorrad. Auch vor der Firma eigentlich immer, also sobald wie ich fit war, mit vorne eigentlich sind wir viel testen gewesen. Und ja, jetzt sind wir da beim Night Race. Also das Wetter, glaube ich, passt noch wunderbar. Letztes Jahr war es so mega kalt und heuer passt eigentlich perfekt für die Temperaturen. Jetzt müssen wir eigentlich nur hoffen, dass der Nebel nicht recht viel fällt. Aber ja, ich habe mich eigentlich auf dieses Event schon nicht gefreut, noch durch. Also natürlich, weil ich halt heuer noch kein sechs Mal hinter dem Startgitter gestanden bin. Und von daher gefreut es mich irrsinnig umso mehr, erst wieder eben beim Night Race am Startgitter stehen zu dürfen. Und Vorrat vom heimischen Publikum macht das schon also irrsinnige Freude. Wie ist jetzt überhaupt der erste Eindruck von der Strecke? Wie kann man vielleicht das jetzt umsetzen? Dann wie wird es sein, wenn wirklich das Kunstlicht da ist? Wie geht man das jetzt an? Ja, der erste Eindruck vor der Strecke ist einmal ziemlich gut eigentlich. Der MS Simbach hat sich wieder mal extrem viel Mühe gegeben. Die Strecke ist perfekt präpariert. Ich glaube, dass das mit den Scheinwerfern nicht recht viel schlechter sein wird als wie unter Docks. Und die haben jetzt einen neuen Scheinwerfer gekauft, also das wird richtig gut ausgeleuchtet sein. Also ich bin guter Dinge. Was kann man sich vornehmen bei diesen Sprinterrennen? Der Start ist einmal extrem wichtig. Ja, der Start ist das Wichtigste. Man hat es jetzt gesehen bei mir im Vorlauf, ich bin Start gewonnen und dann war ich weg. Das ist einfach ich sage einmal, 70% von dem Rennen ist einfach einmal der Start. Es sind zwar extrem starke Fahrer da, so wie Obermeier, Kahner, Schrattenegger, da muss man halt aufpassen, aber Start ist definitiv das Wichtigste. Ich war voriges Jahr schon am Start, bin da Gesamtdritter geworden, zwar mit der 250er, heuer fahre mit der 450er. Ja, schauen wir, was rauskommt. Jetzt, einige haben es noch nicht ganz genau gewusst, wie man das jetzt umsetzt, vom Tageslicht in das Kunstlicht. Ist das einfach oder ist das trotzdem nicht so fürs Auge sofort? Jetzt die Spuren und so und die Wellen, kann man die sofort umsetzen und erkennen? Es war, die Trainings haben nachmittags angefangen, da ist die Sonne noch ganz oben gewesen, da war es halt wie ein normaler Trainingstag. Jetzt der erste Vorlauf, was gewesen ist, da ist die Sonne direkt plötzlich angekommen, es war sehr schwierig. Ich habe mich für eine getönte Scheibe oder für eine getönte Brille entschieden.
Es hat gepasst, aber jetzt nach und dann gibt es zum Glück Einführungsrunden, dass man sich ein bisschen die Strecken anschauen kann, weil wenn es Fenster ist, ist es schon noch eine Spur anders zum Fahren. Was gibt es dann heuer für ein Ziel bezüglich des Rennausganges? Ja, ein Ziel, ja, ich möchte immer Erster werden. Es ist halt schwierig, die Übersetzung ist ein Wahnsinn, aber mit einem guten Start ist alles möglich. Im letzten Jahr Platz 2, jetzt gibt es da noch nur einen Platz zu verbessern. Ich habe gemerkt bei den Vorläufen, du bist schnell, wenn der Start funktioniert, das wird sicher spannend. Ja, auf alle Fälle, der Start ist sehr wichtig da und wenn ich schaue, dass ich einen guten Start habe, will ich eigentlich schon mit dem Gewinner. Wird zwar schwierig, dass ich in Obermeier Manuel herbrenne, aber ich will mein Bestes geben. Ich weiß ja von der Meisterschaft her, du bist gerade in den ersten oder in der ersten Halbzeit des Rennens sehr schnell, das ist doch für die Sprinterinnen sicher von Vorteil. Ja, ich denke auch, ich habe leider bei den Meisterschaftsrennen immer ein wenig Probleme mit harten Armen gehabt, aber da ist dann nur Sprintrennen, wie du schon gesagt hast, und das denke ich, kommt mir sehr gut. Tageslicht, Kunstlicht dann umsetzen, von den Spurrillen und von den Wellen, kein Problem? Nein, das ist gar nichts, das ist perfekt beleuchtet und man sieht wirklich jeden einzelnen Stein und da gibt es gar nichts, das ist perfekt. Es ist endlich soweit. 150.000 Watt werden durch die Kabel geschickt und beginnen die einbrechende Dunkelheit zu stoppen. The show must go on. Ein enormer Zuschauerandrang hat sich inzwischen um die Strecke versammelt und wartet gespannt auf den Beginn der Semifinals, die schon unter dem gleißenden Licht der künstlichen Sonne gefahren werden. Bereits das erste Semifinale ist der Hammer, denn mit Manuel Obermeier KTM 250 Zweitakt, Christoph Heinz Nummer 633 auf der brandneuen 450er Suzuki, Phil Karner Nummer 25, Patrick Schrattenegger Nummer 84, beide auf dem Matikofner Viertakter und dem deutschen Simon Innerhofer Suzuki 450 sind da gleich mal drei schnelle Fahrer zu viel. Und da aus dem jeweiligen Semifinale nur die besten zwei aufsteigen. Für Outsider nebenbei bemerkt, alle japanischen Bikes sind mit Viertaktmotoren bestückt. Nur KTM hat bislang die Entwicklung der Zweitakter forciert und scheint damit doch auf dem richtigen Weg zu sein. Ab der dritten von sechs Runden hat Lokal Obermeier seinen Zweitaktsound an die Spitze des Feldes gesetzt und zeigt seiner Konkurrenz, wo der Hammer hängt. Insider kennen es noch von den Meisterschaften. Obermeier-Time ist angebrochen. Wenn der Oberstrach in seinem Element fährt, ist er nicht zu halten. Christoph Heinz auf der 450er muss sich mit Platz 2 begnügen. Patrick Schratteneck und Phil Karner liefern sich ein heißes Duell um Platz 3. Der Prinzersdorfer mit der Nummer 25 setzt sich am Ende durch und übernimmt von Schrattenegger Rang 3. Doch für den direkten Einzug ins Finale reicht es nicht, denn wie schon erwähnt, steigen nur die ersten zwei direkt auf. Manuel Obermeier erledigt seine Hausaufgaben wie erwartet, gewinnt seinen Vorlauf vor Christoph Heinz, Phil Karner, Patrick Schrattenegger, Daniel Doppler, dem deutschen Simon Inhofer, Mario Unterberg und Werner Neudel. Im zweiten Semivorlauf scheinen mit Patrick Wimmer und Christoph Sommer, dem 20. der österreichischen Meisterschaft in der Open-Klasse, die Rollen bereits verteilt. Wimmer auf der Kawasaki 450 übernimmt die Spitze. Vor der Nummer 425 Max Flanke Suzuki 250, Christoph Sommer Honda 450, Philipp Wimmer und Patrick Leitner beide Kawasaki 450, Daniel Ruppaner KTM 250, Clemens Müller KTM und Christian Eiblinger KTM. Auch für Patrick Wimmer scheint alles nach Plan zu laufen. Der Kawasaki-Mann aus der Lausser liegt souverän vorne. Chris Sommer hat sich mit seiner roten Platz 2 geholt und ist auf Final-Kurs. Der Rest des Feldes, angeführt von Max Flanke, kann sich bereits mental auf den Hoffnungslauf vorbereiten. Doch erstens kommt es anders, als man zweitens meistens denkt. In der vierten Runde steht Wim in der Wave-Section mit gebrochenem Hinterrad und muss den Traum vom Finale vorerst begraben. Ab in den Hoffnungslauf. Christoph Sommer aus Gerersdorf bei Wind nimmt den Semifinal-Laufsieg dankend entgegen. Flanke holt sich knapp vor Leitner Platz 2 und kann sich in Ruhe für das große Finale vorbereiten. Tja, Patrick hatte sich sein Semifinale anders vorgestellt, aber Motorsport mit Technik ist immer so eine Sache. Im dritten Semilauf haben wir mehr die Jugend am Start.
Der Niederösterreicher Alexander Bölzleitner, Auner Cup-Sieger 2013 auf der Kawa, setzt sich sofort an die Spitze. Vor Patrick Sonnleitner, Suzuki, Alexander Panzisch Nummer 324, Überraschungsmann beim MX2-Meisterschaftsfinale in Großeflein. Der KTM Juniholt im zweiten MX2-Lauf Platz 2 und lässt dafür 2014 einiges offen. Gerade diese jugendliche Unbekümmertheit wird Panzisch aber zum Verhängnis. Panzisch ist bereits an Sonnleitner dran. Bei dem Versuch, den Suzuki-Mann zu überholen, wirft er all seine Chancen in den Sand am Pfennigberg. Alexander Pölzleitner gewinnt das Race und steigt mit dem Bernberger Patrick Sonnleitner ins Finale auf. Damit sind aus den drei Semifinals bereits 6 Startplätze besetzt. Die restlichen 4 Ränge resultieren aus den beiden Hoffnungsläufen, wo aber mal selbst die ersten beiden aufsteigen. Indes Stift Herzogenburg im Hintergrund hoffnungslos versucht, den Glanz vom Pfennigberg zu brechen, wird alles angerichtet fürs große Finale. Und nur der Sieger dieses Grand Finals wird noch mehr strahlen als alles andere rund um die Weinberge der Stadt Krems an der Donau. Patrick Wimmer, überraschend Bruder Philipp, der Panzisch aus den Top 2 des Hoffnungslaufes wirft, Phil Karren und Patrick Schratteneck haben sozusagen in letzter Minute auf der Startgeraden neben den 6 gesetzten Stellung bezogen. In Kürze wird der Starter das letzte Mal den Hebel der automatischen, luftgesteuerten Startanlage betätigen. Die Tafel ist draußen, der Countdown läuft. Der Bursch schlägt an der 220er Marke, die Motorentrainer und Begrenzer. Here we go! Christoph Heinz schnellt als erster aus den Startlöchern, gefolgt von Obermeier und Pölzleitner, der an der ersten Ecke etwas eingezickt wird und zu Boden muss. Heinz hat es im Interview angesprochen, wenn ich den Start wieder gut erwische, habe ich vielleicht Chancen. Und der Niederösterreicher, aus Kasten kommt er ganz genau, hält die Spitze. Doch Manuel Obermeier ist drauf und dran an der Suzuki. Und in dem Moment passiert's. Die Symbiose, Mensch und Maschine ist kurzzeitig nicht auf der gleichen Wellenlänge und schon liegt das Zweitaktmoped im Sand. Uiuiui, jetzt wird es hart für den Titelverteidiger. 7 Runden hat er noch Zeit. Verdammt wenig. Schnell wie ein Blitz sitzt er wieder am Moped. Nur Chris Somm und Phil Kahner schlüpfen an der KTM vorbei. Patrick Sonnleitner, Patrick Schrattenegger, Max Flanke, Philipp Wimmer sind die nächsten Verfolger. Chris Heinz weiß in dem Moment, das ist seine große Chance. Konzentriert bewegt er die Suzuki 450 um den kleinen Kurs, so als wäre das Ganze über nur die große Klasse gefahren. Zur Erinnerung, der Kastner bewegte die Saison über die kleine 250er und schaffte Rang 4 in der Endabrechnung der Meisterschaft. Manuel Obermeier kämpft wie ein Löwe, ist an Somm und Kahner wieder dran. Es ist noch zu schaffen. Da passiert es nochmals. Mann ist zu schnell und knallt Kahner ins Motorrad. Bist du deppert. Das müsste es gewesen sein. Nur 4 Runden sind noch zu fahren mit einer Rundzeit von knapp einer Minute. Ah, das ist verdammt wenig. Der Zweitakt-Spezialist fällt auf Rang 7 zurück. Was jetzt kommt, ist ein wahres Feuerwerk des Ungenachers. Die Zweitakt-Rakete ist gezündet. Wahnsinn! Beim ersten Night Race konnte Christoph Heinz wegen einer Verletzung nicht teilnehmen. Jetzt riecht er den großen Braten. Man merkt dem Suzuki-Piloten an, wie konzentriert und perfekt er die große 450 um diesen kleinen Kurs bewegt. Patrick Wimmer ist nach verpenntem Start und einem weiteren Crash bereits draußen. Obermeister an Philipp Wimmer vorbei, greift Sonnleitner an. Es ist vielleicht noch ein Platz am Podest möglich. Der Ungenacher lässt die Zweitakt-Rakete so richtig fliegen. Ein wahres Volksfest für die Motocross-Fangemeinde. Ein Wahnsinnsrennen. Heinz auf dem Weg zum Sieg. Klasse! Und Mani Feite zieht an Schratnecker vorbei und jagt den drittplatzierten Chris Sommer auf der Honda. Section schnappt er sich Sommer, steht am Podest, doch viel Kahner noch zu erwischen ist nicht mehr möglich, wenn der Prinzersdorfer keinen Fehler macht. Außerdem haben die Burschen im Laufe der Saison abermals dazugelernt. Christoph Heinz ist bereits in seiner letzten Runde und weiß, dass er es geschafft hat. Der Suzuki-Pilot hatte in der MX2-Staatsmeisterschaft 2013 mit vielen Auf und Abs zu kämpfen und konnte sich am Ende doch noch Gesamtplatz 4 sichern.
Wie ein Schneekönig freut er sich über den Sieg im Night Race 2013. Der Ungernacher Doppelstaatsmeister von 2010, es war damals eine Wahnsinnssaison des Zweitaktpiloten, muss den Night Race Champion an Christoph Heinz abgeben und wird hinter Phil Kanner Dritter bei der Blutlicht Show 2013 am Pfennigberg. Tolles Event, tolle Kulisse, tolle Show. Gratulation an den Motorsportclub Inbach. Mein erstes Ziel war einfach, ich will wieder in Holstadt machen. Dann habe ich heute alle drei Starts gewonnen. Das ist hingehauen. Dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt wird dann sicher gleich mal der Mani gescheit andrucken. Und dann habe ich aber nichts mehr gehört. Dann habe ich mich mal umgeschaut und war weit und breit keiner. Und dann habe ich gedacht, okay, ja. Und ich bin auch super ins Fahren gekommen und bin echt happy mit der Performance heute. Und ich bin einfach happy. Einfach super gerannt. Und viele Leute haben es bei den Vorläufern verhaut mit den Starts und war immer schwierig zum Überholen. Hab dann in Hoffnungsdorf müssen und bin da leider auch noch Zweiter geworden und bin jetzt als Vorletzter hergefahren. Dementsprechend war der Startplatz schlechter und der Start auch nicht so gut, aber ich bin dann halbwegs gut ins Fahren reingekommen und bin noch Zweiter geworden. Besser hätte es nicht laufen können, für die Fans zumindest. Ich glaube, vielleicht ist das auch etwas die Rennpraxis. Nein, eigentlich nicht. Weiß ich nicht. Ich wollte einfach mein Bestes geben, ich wollte einfach Druck machen. Ich habe gewusst, der Heinze, der ist stark. Es war einfach jetzt ein mega geiles Event und ein Finale. Ja, der Christoph und der Kanner, ich sag, die fahren auch nicht langsam, ich wollte einfach alles rausholen. Und die Strecken, ja, ist eigentlich perfekt gewesen, aber es war dort und da trotzdem ein wenig rutschig und wir sind einfach am Limit gefahren. Und da die Schikane, ich weiß nicht, die hat mir einfach das ganze Wochenende schon nicht so gedacht, keine Ahnung wieso. Und habe leider da meinen Rutscher gehabt und dann habe ich einfach ein bisschen das Hullen angefangen, wollte einfach unbedingt Tempo machen. Und ja, dann bin ich mit Philipp unten nochmal zusammen, das war einfach ein wenig ein Pech und dann habe ich mir gedacht, so ist das wurscht, das setze ich alles und ich glaube, ich bin wirklich ein gescheites Speed gefahren und für die Zuschauer, glaube ich, war es gewaltig interessant und spannend. Den einen Leuten, das andere Sieg, hilft nicht, aber Christoph hat es verdient und es passt schon.